Ausreden nicht, weil das, glaube ich, wissen Sie eh, dass das zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich mir das in den Kopf setze. Sag, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du das erste Mal Aktien gekauft hast? Unverständnis. Viele hängen noch sehr an ihrem Sparbuch, so die Mama-Papa-Generation, die in unserem Alter versuchen wir dazu zu bewegen, aber sind teilweise ein bisschen scheitern an ihrer Faulheit, glaube ich. Und haben Sie versucht, dir das auszureden? Gesagt, nein, Wertpapiere, das ist das Gefährliche, da kannst du dein Geld verlieren, oder waren Sie da eher kooperativ? Ausreden nicht, weil das, glaube ich, wissen Sie, dass das zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich mir das in den Kopf setze. Viele Fragen gestellt und teilweise halt sehr skeptisch. Und in deiner Börsenkarriere hast du schon mal Geld verloren? Ich bin zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen. Das ist einmal gut bergauf gegangen im zweistelligen Bereich. Aber jetzt mit dem letzten halben Jahr war es schon psychologisch interessant, was man so sieht, wenn es dann auch mal bergab geht, länger. Aber ja, buy and hold. Wunderbar.